Schönen guten Tag, liebe Gemeinde, liebe Fans. Und zwar heute sind wir in den 9. Wiener Gemeindebezirk zu Besuch bei einem außergewöhnlichen Kranfahrer, Kranfahrerin. Und zwar besuchen wir heute die transsexuelle Dame Erika auf ihren 140er ECH, einen alten 140er ECH mit 55 Meter Ausleger. Ja, die Dame Erika ist die erste österreichische transsexuelle Dame, die auf einem Baukran oben arbeitet. Hallo liebe Krangemeinde, das Team von Kranteam, wie auch immer wir es da heißt. Ich bin Erika. Ich bin seit 28 Jahren auf die Baukrane und es freut mich, dass ich euch einmal etwas zahlen kann. Bitte. Fast 54 Jahre, also und natürlich auch die einzige österreichische Baukranführerin, wo ich sehr stolz drauf bin. Und ich eine Männerdomäne. Männerdomäne. Hast du mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen oder irgendwas? Ich hatte. Du hattest. Okay. Aber die habe ich schnell ausgekannt. Okay. Wie reagieren die Bauarbeiter, wenn sie eine Dame auf der Baustelle sehen, die dann auf einen Kran raufgeht? Wie reagieren die meisten? Die meisten fahren erstaunt einmal zuerst einmal mit verdutzt. Also mal, mein Gott, was gibt's das überhaupt? Und dann kommt immer, wenn sie was wollen, wenn sie einen Kran brauchen, und sagen sie, Erika, bitte, hast du Zeit, geht's bitte vorher. Und hattest du auch eventuell ein paar Dates oder sonst, Jenny, sonst etliche Sachen, die du als Angebot bekommen hast von ein paar Bauarbeitern oder so? Nein. Noch nie? Nein. Hat sich keiner getraut? Erstens, es traut sich keiner. Zweitens, das wenn es dann so langsam ist, es muss wirklich die Chemie passen. Sind es nicht deine Typen, die Bauarbeiter, oder? Na Gott, dann ein Typen da. Es muss die Chemie passen. Okay. Wie schaut es aus im Sommer, wenn du eigentlich auf den Kran gehst? Kommst du da mal auch mit einem Kleid drauf? Oder ja, ist das ja, ich komme ein bisschen mit einem Langarm auf. Ich habe natürlich auch meine Sicherheitsschuhe an, wie es Vorschrift ist. Okay. Und da schaut dir keiner unter das Röckchen oder so? Nein. Traut sich keiner? Nein, es ist nicht sichtbar. Okay. Na gut, jetzt in Wien bist du, wie lange bist du in Wien in Einsatz, hast du gesagt? 28 Jahre, oder? Ich bin generell, also ich war zuerst in ganz Österreich unterwegs, dann also seit, kann man sagen, doppelweise eine ganze 20 Jahre bin ich in Wien immer dumm im Einsatz. Ich war sehr lange bei der Firma Strava, gut, habe dort auch Probleme gehabt. Und also jetzt was mit Mobbing zu tun, oder? Nein, es ist so, die Probleme waren eher gesundheitlicher Natur. Okay. Weil wenn man nicht gehen kann, immer bessere Schuhe braucht, dann muss man halt einmal was machen. Und leider hat der Krankenstand über ein halbes Jahr gedauert. Und das hat der Firma nicht gefallen. Okay, wahrscheinlich eh. Keiner Firma gefällt das? Ja. Wie siehst du dich in Zukunft? Bis Pension hast du noch? Ich hab jetzt da gut aus, um so lange wie möglich zu arbeiten. Aber was ich von meinem Orthopäden weiß, will ich das nicht machen können mehr. So lange wie möglich. Das heißt, wir haben dich in Wien. Wie lange circa noch? Ja, wenn es gut geht, 5 Jahre Minimum. Naja, Zeit. Vielleicht findet sich auch der ein oder andere Interessente. Ja, möglich. Kann man nicht ausschließen. Mit Kran Wien bereist du die Welt.
Gran Wien hat überall Fans und ja, vielleicht findet sich auch ein Ferreira für dich hier. Also wie gesagt, aufgrund dessen, ich mag mir keine Sorgen und ich mag mir keine Hoffnung. Es muss von Haus aus stimmig sein, sag ich. Was waren deine schwierigsten Kräne, die du gefahren bist, oder wo waren die Standorte? Den schwersten Kran, was ich je hergefahren bin, das war bei der Firma Taka Silo in Erichs oder Esrensdorf, wo es Taka Futter war, Silo baut, da war es die Firma Raubach aus Bruck an der Mur, weil ich nämlich von dort stamme her, aus der Steiermark, und da war der Kran 160 Meter hoch. Okay. Und das in der Nacht zum Fahren, das ist nämlich nicht ohne. Hast du eine Kamera gehabt auch, oder? Nein. Nur über Funkanweisung? Nur über Funkanweisung. Wie ließ sich das eigentlich fahren? Mit so einer Höhe? Und ja, nur über Funk? Das ist, wie soll ich nicht sagen, als wenn man komplett blind ist. Und okay, man nur mit Gehör fährt. Okay, eigentlich hätte auch ein Blinder oben sitzen können, sozusagen. Ja, in der Nacht schon. Okay. Und was waren deine glücklichsten Momente auf einem Kran? Das glücklichste war, eigentlich waren alle glücklich, wenn ich aufgegangen bin und sie haben geschaut. Hat die Sonne oben gescheint? Ja. Die Erika hat oben gescheint. Also, das ist so gut. Wie schaut es aus mit den anderen Kranfahrerkollegen? Hast du da mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen oder Mobbing? Nein, eigentlich nicht. Nimmt dich jeder so an, wie du bist? Ich habe immer gleich gesagt, ich bin eine Frau, dass es der Witz aufhagen, Result auch nicht, auch irgendwo, es braucht mich nicht. Ihr müsst mich nehmen, so wie ich bin. Okay. Und wie lautet die Bezeichnung für das, was du jetzt bist? Also, du wurdest auch operiert oder nicht operiert? Genau gesagt, ich habe eine geschlechtsanpassende Operation gehabt. Okay. Und bin auch voriges Jahr im November operiert worden. Das heißt, du hast das untere Teil jetzt wegbekommen. Ja. Wie hat meine Mutter gesagt, Schnippschnack, Schwanzi ab. Ja. Okay, und offiziell oder seit langem fühlst du dich halt als Frau und wirst als Frau behandelt, bezeichnet und, genau, und ja, wirst als Frau genannt sozusagen und akzeptiert. Genau, ja. Okay. Ich bin eine Frau, dann also keine biologisch geborene Frau, muss ich dazu sagen, aber ja, ich bin eine Frau, habe einen sehr langen Weg hinter mir. Praktisch, ich bin durch die Hölle gelaufen. Und um da auszubrechen, muss man mal wissen, was man mal selber ist. Möchtest du noch irgendwas deinen Kollegen oder den Fans was mitteilen noch auf den Weg? Ich sag eins, liebe Berufskollegen, wenn eine Frau, das ist wohl, ob es eine biologische Frau ist oder eine transidente Frau, nennt sie so, wie sie ist, tat es nicht um was dumm und redet es einfach. Die werden die eh alles sagen. Traut euch, habt gerne Scheu. Und ihr Frauen selber, was das annehmen und den Beruf ergreifen wollt, auch mit euch ergreift, tat es nicht um was dumm. Ganz einfach.
So, das war's wiederum von uns. Gran Wien wünscht euch einen schönen Tag noch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anschauen. Wenn ja, abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Ansonsten viel Spaß noch. Eine Grüße, Gran Wien.